Herzlich willkommen, Freunde, hier zum Anmeldevideo bzw. zum. Es ist schon soweit, das Losvideo. Und ich bin eure Losfee, eure Glücksfee. Deshalb werde ich heute mir Mühe geben und die Teilnehmer bzw. erstmal die Teams einordnen zum großen MKW KJ Weihnachtsturnier. Vorneweg erstmal schöne Grüße an den KJ Enten. Fan, der sich hier richtig viel Mühe gegeben hat, denn der hat die Lose designt. Also seid gespannt, wie die aussehen. Ich finde sie sensationell, sind sie geworden. Und ja, übrigens schöne Grüße noch vom Entenfan an euch. Das sollte ich ausrichten. In dem Sinne hätte ich das auch erledigt, soweit erstmal. Ja, ich würde mal jetzt sagen, wir machen jetzt hier bam direkt. Gruppen, Teilnehmer, Hinzufügungsgedöns und so. Deswegen geht es erstmal um Gruppe A und zwar die Gruppe, die der Entenfan leiten wird. KJ rennt hier übrigens. Sehr schöner Name, sensationell. Und ja, wir haben jetzt hier 15 Lose in der lose Kiste, lose Box, wie ihr es auch nennen wollt, im Lostopf. Ne? So ist das hier bei mir. Und ich werde es mal richtig schön kräftig durchschütteln. Zack, zack, zack. Und mal schön mischen. Zack, 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 zack. So, da hätten wir das. Und ja. Kurz zur Erklärung. Ich werde jetzt 8 Teilnehmer, also sind 15 Lose drin, alle 15 Teilnehmer von KJ, die definitiv hier einen Platz bekommen. Die Frage ist nur, in welche Gruppe kommen sie? Und ich werde diese jetzt ziehen. Gruppe A, die gehören zum Entenfan 11, werden von mir jetzt gezogen. Und ich fange direkt mal an mit dem ersten Kandidaten. Und zwar ist beim Entenfan der KJ Tendo Play. Und Glückwunsch, du bist beim Entenfan 11 am Samstag, den 21.12. übrigens, um 19 Uhr beginnt das ganze Spektakel und es gibt 2 Skype-Konfis, eine werde ich aufmachen, eine der Entenfan, aber das hatten wir ja schon erklärt und dann kriegen sie richtig einen auf die Fresse, die Entenfan-Crew, ne? Würde ich mal so spontan behaupten. Ich bin ja so nett und ziehe wenigstens die Lose für die Hungerstruppe, wenn ich so nennen darf. Und wir machen wir direkt den zweiten Namen auf, und zwar der KJ Fire, auch im Entenfan-Team. Hier, KJ Fire, wäre dann der zweite. So, direkt den dritten mal ziehen. Und zwar, der dritte ist EPS Marcel. Und übrigens schön, unten stolzer KJ Leer. Steht da unten irgendwo? Ich weiß nicht, ob es mal erkennen kann. Müsste vielleicht gehen. EPS Marcel an dritter Stelle. Und jetzt kommt der vierte. Und zwar der Nintendo-Zocker KJ Marco. Glückwunsch, du bist beim Entenfan. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Das kannst du dir selber auslegen. Ach du Scheiße. KJ Phil, also Philipp Decker, ist beim Entenfan. Oh weia, oh weia, oh weia. Oi, 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 oi. Das könnte hart werden, aber das ist auch nur Mensch, ne? Der kämpft auch nur und schwitzt mit Wasser und hast nicht gesehen. Wir haben jetzt 5 Teilnehmer für die Entenfan-Gruppe, für die Rentier-Gruppe. Und der nächste ist der KJ Pasiman MKW. Und das ist sein FC. Hier unten immer den FC. Braucht, interessiert euch eigentlich nicht. Ist jetzt nur für mich wichtig. Ist auch beim Entenfan dabei. Also Nummer 6 und jetzt noch 2 Stück. Die hier beim Entenfan am Samstag im Turnier in seiner Gruppe sein werden. Und zwar der KJ Miku. Oh, ich glaube, das ist auch ein starker Gegner. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wer noch im Topf ist. Keine Ahnung. Ich ziehe einfach mal raus den nächsten. Und zwar den KJ Faust. KJ Faust ist der letzte Teilnehmer sozusagen in der Gruppe A. Also das ist jetzt alles Gruppe A gewesen. KJ Faust. Und alle, die sich beim Entenfan am Samstag einordnen sollen,
2, 4, 6, 8. Richtig, da haben wir das Ding. Und ich leg die mir mal alle hier so schön auf ein Häufchen. Und da hier. So müsste es passen. Und gleich mal direkt weiter. Ich zeig's mal kurz, genau. Stimmt, richtig. Nochmal kurz zur Gruppe A, zum KJ Rent hier, ne? Erster FC 4385 527 88329. Und der steht übrigens unten auch nochmal in der Videobeschreibung, also keine Sorge. Den müsst ihr adden. Und jetzt kommt Gruppe B. Meine Wenigkeit. Gruppe B. Und mein FC steht da unten 3225 8904 6305. Und das wird auch nochmal unten in der Videobeschreibung stehen. Und ja, gut, kommen wir mal zu den Teilnehmern, zum, ja, zur Elite-Mannschaft hier, ne? Zu den, ich will nicht zu viel sagen, aber ihr wisst es doch, ne? Deswegen, unser erster Kandidat, KJ LPFL 99, ist bei mir, da freue ich mich. Weil das ist ein richtig guter Fahrer. Man hat es gesehen im MKW Cup in den letzten. Grandios, grandios. Und als nächstes der Kajo Jack bei mir. Kajo Jack. Auch ein ganz guter Fahrer. Und dann, wen haben wir denn noch hier? Wen haben wir denn jetzt? Der Ork ist auch bei mir. Ganz sympathischer Typ. Ganz netter, eine ganz nette Persönlichkeit. Nehme ich gern in mein Team mit auf. Dann der Chris Cross Gaming TV. Bam! Zack! Wow! Wahnsinn! Wie haben wir denn jetzt noch? Drei Stück. Drei Teilnehmer, die noch bei mir sind. Und zwar der KJ Selim. Genau, der KJ Selim. Zack! Ist auch noch im Kachinga Team. Am Samstag 19 Uhr. Und außerdem der KJ Solem. Auch bei mir. Und dann als letzter Kandidat noch der KJ Tiro. Auch bei mir. Freue ich mich. Ja. Da hätte ich jetzt 3, 6, 7 Teilnehmer, die bei mir sind. Und zwar, ich lese mal vor, der Tiro, der Selim, der KJ LPFIL 99, KJ Jack, Chris Cross Gaming TV, KJ Walk und der Solem. Die 7 Leute sind schon mal bei mir. Jetzt wird es interessant, denn wir haben noch, wo habe ich sie hier hinten irgendwo versteckt, die Teilnehmer, die außerhalb von KJ mitmachen. Und zwar können insgesamt noch 20 Leute reinkommen. Ich habe 10 Stück noch. 10 Plätze sind noch zu vergeben. Und ich würde mal sagen, also ich habe die hier, ne, ihr seht's. Schmeiß mal einfach mal so rein. Zack, zack, zack. Hier seht ihr sie. Bisschen rumschütteln, ne, dass das hier auch alles mit rechten Dingen zugeht und so. Und ja, wie gesagt, 5 Plätze habe ich noch frei. Ich werde 6 Leute ziehen. Wir werden so machen, ich werde 6 Leute ziehen. Ich weiß, das ist einer zu viel, weil es können nur maximal 20 mitmachen. Ich würde sagen, die ersten 5 schnellsten am Samstag, die dabei sind, die nehme ich, beziehungsweise sind im Turnier auch mit dabei, also schnell in die Konfi kommen und auch, ja, schnell, wenn der Raum aufgemacht wird, in den Raum kommen. Es kann auch passieren, dass eine Absage kommt, deswegen lieber mal einen mehr ziehen und ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich mische das Ganze nochmal durch hier so ein bisschen. Da, so machen wir das hier, ne? Geile Sache. Und übrigens, vorher noch gesagt, wir müssen ja jetzt für Gruppe A, also für den Entenfan, hatten wir ja 8 Kandidaten gezogen. Das heißt, er bekommt jetzt noch 2 Leute. Und wir fangen mal an mit dem. Boah, mit den. Oh, krass. Mit den Patricio, mit den MKW Patrico, und das ist ein harter Kandidat. Da mache ich mir die Windeln. Scheiße. Kommt zum, hier, zum Entenfan auf die Gruppe mit drauf und boah, hartes Eisen. Boah, kriege ich Gänsehaut hier, ne? Ich weiß nicht, ob man sieht. Und
So, mal richtig durchmischen hier. So. Und der Fox Win Sanity 15 ist auch dabei beim Entenfan. Hm. Krass, da haben wir das Team voll. Entenfans Team. Wie gesagt, die Namen unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Und kommen wir noch zu meinen Leuten. Es werden 3 Stück sein und ich werde die einfach mal ziehen. Weil ich habe ja erst 7 gezogen. 10 Stück brauche ich, also ziehen wir noch 3. Beziehungsweise am Ende werde ich noch einen ziehen. Der kann sich dann eine Gruppe aussuchen. Mal gucken, wie wir das gleich machen. Und ich fange mal an mit dem Hamburger Blut. Du bist bei mir. Du bist sozusagen in der Gewinnergruppe. Zack. Boah, krass, was hier für Leute rauskommen. Fokus, Fokus. Ich ziehe den Nixon 82. Boah, der Let's Player schlechthin hier. Nixon 82. Cooler Typ. Viel Glück steht drauf. Hat Anti draufgeschrieben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, er hat immer so manchmal so ein bisschen Unglück. Ja, ich kenne ja ein paar Parts von ihm und da läuft es nicht immer ganz so, wie es sein sollte. Das heißt, ich habe jetzt den Hamburger Prun und den Nixon bei mir. Und das bedeutet, wir ziehen noch einen Kandidaten jetzt erstmal. Und schauen mal, wer sein wird. Der Master Player 4 ist der letzte Kandidat bei mir in meinem Team. Und ja, krasse Sache. Da hatte ich mal eine Mannschaft hier zusammen, ne? Ich hoffe, wir werden das Ding rocken hier. Wow, und wie machen wir das jetzt mit den Ersatzleuten? Ich würde jetzt gerne noch vielleicht 2 Leute ziehen. Ich ziehe mal 2 Leute, die sind Ersatz, und wie wir das dann regeln und wie die dann reinkommen vielleicht noch, das werden wir dann, muss ich mit Entenfan nochmal absprechen, auf jeden Fall. Ich ziehe noch 2, ich habe Bock jetzt noch 2 Leute zu ziehen, und das mache ich einfach. Und zwar einmal, bin gespannt, der Django LP, glücklicher Django LP, ich leg die mal hier zur Seite, Ersatzmann. Und also das heißt auch für die Leute, die im Weihnachtsturnier mit dabei sind, die können sich dann an die Leute auch richten hier und sagen, hier kannst du für mich einspringen oder so, ich habe Samstag keine Zeit, das ist natürlich kein Problem. Also wie gesagt, der Django LP, da ist er. Und der letzte von den Leuten, die am Topf sind, bin gespannt, wir mischen nochmal richtig durch, Spannung pur. Und das Video geht schon wieder viel zu lang. Was soll ich machen? Das ist spannend. Der Blizzard. Blizzard ist unser letzter Kandidat heute hier im großen MKW KJ Weihnachtsturnier. Und bam, Ersatzmann. Beziehungsweise, wie wir das machen, ich werde nochmal irgendwas ansprechen oder beziehungsweise am spätesten Samstag werdet ihr es erfahren. Was es mit den 2 Leuten noch auf sich hat hier, weil ich gehe mal davon aus, dass wir so 1-2 Leute nicht können. Deswegen finde ich das gut mit den Ersatzleuten hier. Und was gibt es denn noch zu sagen? Ja, morgen in einer Woche ist Weihnachten. Beziehungsweise ich lade das Video ja morgen hoch. Heute in einer Woche ist Weihnachten. Und ich überlege, das war's eigentlich hier vom Losziehvideo. Ich ziehe übrigens gerne lose. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis später und ciao.